Und damit, Gummo 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 zusammen, wir sind doch wieder einmal hier bei Tutorial Tendo. Na klar doch, und heute schallern wir uns doch mal die brandneuen Item- und Weapon-Duplication-Glitches in Version 1.1.2 von Tears of the Kingdom rein. Es wird sehr deliziös, denn wir haben hier innerhalb der letzten 36 Stunden so einige neue Duplication-Glitches rauskristallisiert bekommen. However, wir gucken uns heute mal die einfachste und ich würde sagen, mit den Mitteln, die wir jetzt hier in der neuesten Version haben, schnellste Methode an. Und es ist die sogenannte, so nenne ich sie jetzt einmal ganz dreist, wie ich bin, die sogenannte Octorok-Methode. Und es wird, wie gesagt, sehr lecker. In dem Sinne, Daumen nach oben reinhalten für den geheiligten Support und damit mehr Brüder, die RIP und F an der Stelle aus Versehen auf 1.1.2 geupdatet haben, so wie ich zum Beispiel, ja, dass mehr von den Leuten dieses Video hier zu sehen bekommen, um rauszukristallisieren, ja, wie schafft man das denn mit dem Duplikaten des Items und der Waffe? Ich sage euch, mit der heutigen Duplication werden wir beides sogar gleichzeitig duplikaten. Also Waffe und Item. Wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mich da schon mal so ein bisschen vorinformiert. Es gibt um das Eldin-Gebiet herum roundabout 12 Octoroks, 12 Stein-Octoroks. Das sind so Octoroks, das sind wie Gegner, die stehen auf der Overworld rum und saugen ganz gerne Sachen ein und spucken dann diese ganz gerne aus, ja, diese Schweine. Und die sind so verteilt hier im Eldin-Gebiet, würde ich jetzt sagen. Ja, wir haben hier einige Locations von denen. Ich habe, wie gesagt, 12 rauskristallisiert, habe aber auch wiederum gehört, dass hier in diesem Gebiet wohl auch noch einer sein soll. Also damit wären es dann auch 13. Und so kann man sich eben so ein bisschen seine Route bahnen. Ich sag mal von Süden bis hoch hier in den Norden der Eldin Area und dann halt um den Todesberg rum, wo ja auch halt 5 an der Zahl sind. Also, na, was ich damit sagen möchte, man bekommt hier einmal pro Blutmondzyklus, ja, auch was für ein Zufall, dass gerade hier Blutmond war, aber einmal pro Blutmondzyklus ist es ja wohl möglich, dass man die Octoroks nicht nur nutzen kann zum Item- und Waffenduplikaten, sondern auch zum Buffen der Waffen. Das bedeutet, dass wenn wir eine Waffe haben, die kurz vorm Zerbrechen ist, werfen wir sie bei ihm rein und er wirft sie uns oder spuckt sie uns wieder raus, quasi als Neuwaffe mit einem neuen Effekt, der auf der Waffe ist. Zum Beispiel Angriffskraft XX. Ja, das soweit also dazu. Jetzt wird es sehr interessant. Wir brauchen nämlich für diesen Glitch Folgendes. Ja. Also zuallererst natürlich, zuallererst, ne? Wir speichern, ist ja klar. Ne? Ich werde es jetzt nicht tun, weil ich das eigentlich dann noch ganz gern in einem Stream machen wollen würde. Und das ist halt heute hier so Trockenprobe im Video. However, wir brauchen eine Waffe, die keine Synthese hat. Und dafür, ja, muss ich jetzt an der Stelle einmal den machen. Die haben wir dann auch equipped an der Stelle. Und wir brauchen eben ein Item, das wir an diese Waffe synthetisieren wollen. Ich empfehle euch, wenn ihr Rubine farmen wollt, wäre es am besten mit dem Diamanten. However, wir machen heute mal die Methode mit dem antiken Dolch. Aber nur einen bitte, dankeschön. Na klar. Ja, ich habe heute übrigens hier den absoluten Majora's Mask Flex am Start. Aber nicht von der Amiibo, however, sondern wir waren gestern im Stream, ja, waren wir einfach im Wasserkolosseum, in der Wasserarena und haben einfach die 5 Leuen geklatscht. Das war auch ebenfalls sehr deliziös. However, wir gehen hier zu dem nächstgelegenen Octorok. Ich habe mir jetzt mal den hier rausgesucht am Momosik-Schrein. Es gibt hier 2, by the way. Einen rechts und einen links vom Schrein. Der zweite ist sogar hier auch rechts vom Schrein entfernt. Die sollen wohl irgendwo da hinten sein. Vielleicht sehen wir da hinten sogar schon einen. Anyways, wir suchen uns den aus und machen jetzt Folgendes. No? Wir sehen, wir haben die Waffe schon mit dem antiken Dolch fusioniert, synthetisiert, stellen jetzt auf Zeitumkehr. Nur um schon mal auf Zeitumkehr gestellt zu haben, denn jetzt machen wir Folgendes. Wir werfen die Waffe. Da! Wir werfen die Waffe. Kein Item. Wir werfen die Waffe in Richtung des Octoroks. Ich hoffe, der erkennt uns jetzt auch bald mal. Hallo? Rudinius? Werfen Sie in seine Richtung. Und kurz bevor er sie einsaugt, ich war jetzt gerade leider zu früh, ja, soll man auf Zeitumkehr drücken.
Ja, also wenn er gerade die Waffe einsaugen will, setzt ihr in dem Moment, wo die Waffe gerade so über dem Boden schwebt, die Zeitumkehr ein. So, das ist das Ding. Ihr setzt sie dann quasi hier auf die Waffe ein. Wir machen das jetzt einfach mal. Es hat nicht geklappt, aber einfach um die Waffe zu retten, machen wir es einfach. Werfen sie wieder. Oder lassen sie wieder zu uns kehren. Machen. Nein. Oh je, Link. Oh je. Machen das gleiche nochmal. Oh, jetzt ist sie leider verschwunden. Da habe ich leider reingeschissen. Oh je. Warten auf den nächsten Zyklus. Werfen die Waffe schon mal hin. Das wird ja voll von der Distanz klappen. Ich glaube, das könnte gut aussehen. Wir gehen mal kurz in den Zoom rein. Schwebt sie schon über dem Boden? Es sieht für mich ehrlich gesagt ein bisschen danach aus, aber versuchen wir es einfach. So, und wenn alles geklappt hat... Du Arschsau! Ja, das wäre natürlich das Beste, wenn ihr die, die Helden deaktiviert. Oh, holy shit, Mann. So, und meine Damen und Herren, nunmehr darf ich Ihnen verkünden, es hat funktioniert. Let's go, ich zeige es euch. Wie, ich habe die Waffe geworfen? Dann kurz in dem Moment, wo er sie einsaugt. Ja, sie schwebt jetzt nicht über dem Boden, aber ich glaube, hier ist das Timing auch so ein bisschen, ne? Wenn die Waffe kurz davor ist, eingesaugt zu werden, also wenn sie schon kurz vor seinem Mund ist, dann auf Zeitumkehr drücken, so wie ich das gemacht habe. Zeitumkehr wirken lassen, schnell die Waffe einsammeln. Schnell die Waffe einsammeln, denn ich habe das hier zweimal geschafft. However, und zwar hier im Clip zuvor, wo ich es auch geschafft habe, habe ich die Waffe geworfen. Zeitumkehr machen lassen im richtigen Moment. Er kam dann in die Eating Animation. However, ich habe die Waffe nicht eingesammelt. Was bedeutet, ich habe zwar die Waffe bekommen, die er ausgespuckt hat, aber die Waffe, die ich eigentlich duplizieren wollte, was meine Ursprungswaffe war, die war auf einmal weg. Habt ihr das gesehen? Die ist auf einmal verschwunden. Die ist auf einmal verschwunden einfach. Also in dem Sinne hier nochmal der Try, der geklappt hat. Kurz bevor er die Waffe einsaugt, Zeitumkehr. Das Timing ist echt schwer. Es ist bei mir meistens passiert, dass ich die Waffe... Also sie war noch draußen, aber ich konnte sie nicht mehr auswählen, weil sie wohl zu nah schon am Octorok ist. However, hier hat es geklappt. Ich habe die Waffe sofort eingesammelt. Dann direkt hier die zweite Waffe eingesammelt. Und wir sehen hier im Menü... Ja, wir sehen hier im Menü, es hat funktioniert. Wir haben zweimal exakt dieselbe Waffe. Exakt die gleiche, der antike Dolch. Als Klinge. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bekomme ich meine antike Dolche jetzt wieder? Und dafür machen wir Folgendes. Wir reisen in einen Ort, in dem ich bisher noch gar nicht gewesen bin, und zwar Tabu Rasa. Oh je. Ja, also Tarrytown, wie es für mich eigentlich heißt. Ja, ich finde, der Name der Stadt ist auch ziemlich cool und ich nutze den auch ziemlich gerne. Und hier in Tarrytown... In Tabu Rasa machen wir Folgendes. Wir gehen zum Norden der Stadt. Und hier irgendwo soll wohl, habe ich gehört, ein Goronenbube sein. Und dieser Goronenbube, ich glaube, es ist er hier. Es ist so leicht im Nordosten. Der Bruder hier, Pupunda, macht aus synthetisierten Waffen wieder ihre Einzelteile. Also er zerlegt die Waffe in ihre Einzelteile zurück und dafür machen wir Folgendes. Wir klicken diese Waffe an. Unsere Ursprungswaffe. Er kann sie sogar wieder zusammensetzen und ihr seht, es kostet uns gerade mal 20 Rubine, was eigentlich gar nichts ist, denn wenn man bedenkt, dass es jetzt eben eine Methode gibt, mit der man, ich sag mal, jeden, also immer so eine Route gehen kann, um Waffen zu duplizieren und ebenfalls um Elemente zu duplizieren. Wir sehen es hier, der antike Dolch, das ist Nummer 1. Und jetzt holen wir uns Nummer 2. Was die Waffe direkt hier... what? Warum hast du nicht gegönnt? Was soll die Scheiße? Ach so, okay. Cringe. Cringe. Lass mir Ruhe.
zerlege einfach meine Waffen. Also das Ding ist halt, ne, wenn man diese Octorok-Route abläuft von, ich sag jetzt mal, 12 Octoroks, die auf dem Weg liegen. Und ich sag mal, wenn es dann immer so im ersten oder zweiten Versuch klappt, dann ist man da ja auch relativ schnell raus. However, es ist zeitlich gesehen nicht mehr zu vergleichen mit dem, ich sag mal, Original-Glitch in Version 1.1.1. Da muss man halt wirklich sagen, da sind jetzt Welten zwischen. Und in 1.1.2 lohnt es sich eigentlich nicht großartig, Items zu duplizieren. Es sei denn, sie ist eher zum Farmen gedacht für Elemente, für Items, die sehr viel Wert haben. Also Diamanten zum Beispiel. Ne? Ich würde sagen, diese Methode hier lohnt sich eher fürs Farmen von eher seltenen Gegenständen, hochpreisigen Gegenständen. Weil der Duplication-Process ist mit diesem Trick einfach so zeitbeanspruchend, weil man eben diese Route laufen muss mit 12 Octoroks. Du musst dich vielleicht auch sogar porten und so. Und vorher ging es einfach durch, ne, Gleiter aufmachen, Menü auf, zack, hier rein, Items in die Hand nehmen, YB im gleichen Moment. Und das ist einfach zeitlich nicht mehr zu vergleichen. Daher würde es sich wahrscheinlich bei den meisten Items sogar lohnen, wenn man sie wieder regulär farmt. Also zum Beispiel Sonanium im Untergrund. Oder Diamanten sind mit dem Trick wahrscheinlich hier schneller zu bekommen. Es gibt natürlich sau seltene Items, dann lohnt es sich, auf diesen Trick wieder zurückzugreifen. Aber ja, ne? Aber let me tell you, sobald ein neuer und einfacherer Trick rausgekommen ist, ne, sobald einer entstehen sollte, seht ihr ihn hier natürlich in seiner Ausführung. Das aber soweit erstmal hier zum Octorok-Trick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Schilden geht das übrigens genauso. Werft einfach ein Schild auf den Boden anstatt einer Waffe. Macht genau das gleiche aus. Und ja, das wäre dann sogar in dem Falle kostenlos. Es sei denn, ihr wollt mit dem Schild auch noch eine Waffe oder beziehungsweise ein Item duplikaten. Ja, das würde wahrscheinlich sogar auch gehen. Anyways, na, der Trick hier ist ein bisschen mehr creative, ne, ist ein bisschen kreativer so. Aber ich bin mir sicher, auch das bekommt ihr hin. Selbst ich habe das geschafft. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Machen Sie es gut und hauen Sie rein. Bis heute Abend im Stream.